Ein Hallo in die Runde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hier ist der Druckhelden-VIP-Talk aus dem Stechert Business- und Tagungszentrum. Heute mit Sascha Burchert und mit Sebastian Heidinger nach dem 0:1 gegen Kaiserslautern. Sebastian, innerhalb von 3 Tagen von himmelhoch jauchzend auf zu Tode betrübt, zumindest gehen viele heute mit gesenktem Haupt aus dem Stadion. Was hat heute nicht funktioniert? Ja, wir gehen auch mit gesenktem Haupt nach Hause und haben uns das auch anders vorgestellt. Sind alle sehr, sehr traurig, dass es heute nicht geklappt hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und woran das jetzt genau gelegen hat, ich meine, wir haben ein blödes Gegentor bekommen und selber keins gemacht, wenn man es mal unterm Strich ganz einfach hält. War die erste Halbzeit, fand ich, ausgeglichen? Wie war das aus deiner Sicht? Ja, wir wollten als erstmal gut stehen. Wir wussten, dass Kaiserslautern ein anderes Mittel wählt als die letzten zwei Gegner, die wir hatten. Und sie laufen vorne viel im Rücken weg. Wollten erstmal gut stehen auf jeden Fall. Ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich glaube, eine halbe Torschance hatten sie in der ersten Halbzeit. Wir hatten selber halt auch zu wenig da nach vorne, um Entlastung zu sorgen, um für Entlastung zu sorgen. Und zweite Halbzeit kriegen wir halt dann so ein beschissenes Gegentor. Hat euch das 0:1 heute mehr geschockt als das am Mittwoch gegen die Mainzer, weil automatisch vielleicht die Tabelle so im Hinterkopf aufploppt? Schwierig zu sagen jetzt im Nachhinein. Ich glaube, wir haben eigentlich wenig zugelassen wie in den letzten 2 Spielen, haben gut verteidigt. Ich glaube, der Gegner hat 1 oder 2 Torschüsse, die machen halt das Tor. Wir haben 1 oder 2 Torschüsse, machen nichts draus. So ist es, glaube ich, ganz einfach analysiert. Hilft der Applaus von den Fans von der Nordtribüne zum Schluss nach der Niederlage ein bisschen? Ja, ist natürlich aufbauend, aber ich glaube, jeder Spieler bewertet so ein Spiel auch für sich nach dem Spiel und ist dann halt, wie der Heidi schon gesagt hat, extrem unzufrieden nach so einem Spiel. Das muss man erstmal sacken lassen und dann schauen wir, dass es morgen weitergeht. So, wie immer gab es vor dem Spiel den VIP-Tipp, die Möglichkeit, das Endergebnis zu tippen. Es gibt tatsächlich 3 richtige Tipps. Sascha, wenn du einen Gewinner rausziehst, es geht um einen 100-Euro-Gutschein für den Hummel Online-Shop. Einfach irgendeinen. Goldene Mitte. Gewonnen hat Norbert Roth. Norbert Roth aus Zirndorf. Ist er da, Herr Roth? Nein. Wenn nicht, dann... Schon zu Hause? Der traut sich nicht, das kann auch sein. Dann kontaktieren wir ihn, der bekommt den Gutschein. Für Autogramme stehen die Jungs natürlich zur Verfügung, auch für Fotos gerne hier vorne vorbeikommen. Wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder, Samstag, gleiche Uhrzeit, dann hier zum Heimspiel gegen den VfL Bochum. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Restwochenende.